Hallo und herzlich willkommen. Einer von meinen Schülern hier hat mir diese Aufgabe zukommen lassen und die werde ich jetzt nicht schnell durchgehen. Bevor ich euch jetzt einfach nur stumm vorrechne, was zu tun ist, will ich auch erklären, wie ich darauf komme, das zu tun. Hier fällt mir zum Beispiel auf, dass zwischen den beiden hier ein Mal steht und dass, wenn man Cosinus ableitet, man irgendetwas in der Form von Sinus irgendwas bekommt. Das ist nämlich später der Hinweis darauf, dass ich mir jetzt überlegen kann in der Geschichte, dass wir substituieren. Wir sagen jetzt, sei u ist Cosinus x. Dann müssen wir u nach x ableiten. Wenn wir u nach x ableiten, dafür schreibt man du dx. Die Ableitung von Cosinus x ist, Achtung, minus Sinus x. Jetzt müssen wir die Gleichung nach dx umstellen, weil ich beim Substituieren auch das hintere hier mit ersetzen muss. Also mal dx geteilt durch minus Sinus x, nochmal zwei Schritte auf einmal. Dann haben wir im Endeffekt du durch minus Sinus x ist mein dx. Das heißt, das kann ich jetzt später für das hier ersetzen. Und für meinen Cosinus x können wir uns ein u einsetzen. Also haben wir dann nach dem ersten Schritt folgende Fassung. Ist gleich. Das böse Sinus x haben wir noch da stehen. Dann für Cosinus x können wir ein u setzen. Und für dx können wir setzen du durch minus Sinus x. Und der Trick ist jetzt nämlich, dass das Sinus x sich wegkürzt. Es war vorher auch diese Randüberlegung, dass es ja ein Ableitungsschritt ist und ich dann das da vorne mit wegkürzen darf. Wo wir aufpassen müssen, das Minus verschwindet nicht, es bleibt tatsächlich. Also haben wir Integral minus u du da stehen. Ich kann mir auch gedanklich u hoch 1 denken. Jetzt kann ich nämlich meine Standardintegralformel nehmen. Das ist der Sinn und Zweck dessen, was wir hier machen. Dann ist es 1 halb u Quadrat. Minus müssen wir als Faktor übernehmen. Und jetzt müssen wir noch rücksubstituieren. Und dann sind wir eigentlich so gut wie fertig. Haben wir minus 1 halb. Achtung, das u ist wieder Cosinus x. Klammern zum Quadrat plus Integrationskonstante c. Und dann sind wir auch schon fertig. Ich hoffe, du konntest in dem Video was mitnehmen und was lernen. Das habe ich gerne gemacht. Hier ist noch eine persönliche Nachricht von mir. Lass dir von keinem Menschen erzählen, dass du irgendwas nicht kannst. Lass dir von niemandem erzählen, dass du zu dumm für irgendwas bist. Mathe ist kein Rätsel mit 1000 Siegeln. Mathe kann man lernen und du bist gerade genau dabei, das zu tun. Auch wenn man die Dinge am Anfang nicht kann, ist nur eine Frage der Zeit, dann kannst du die. Wenn du Lust auf weitere Videos hast, die dich in deinem Studium unterstützen können, kannst du die Katze auch gerne abonnieren. Wenn du jemanden kennst, der gleich im gleichen Thema wie du hockst, dann kannst du das Video auch gerne teilen. Wenn du noch irgendwelche Anstöße für Themen hast oder Sachen, zu denen du gerne Videos hättest, schreib es mir doch unten in die Kommentare. Und ansonsten wie immer, glaub an dich, du kannst das alles.